Haben dein Vater und deine Mutter Laure geheißen? Natürlich, warum? Weißt du, ob du irgendwo Verwandte hast? Wo bist du geboren? Ich weiß nicht. Das ist doch wohl das Letzte. Weiß nicht mal, wo er geboren ist. Aber das ist doch schon so lange her. Ich hab's vergessen. Ich war damals noch sehr klein. Hast du mir nicht mal erzählt, du hättest einen Onkel? Natürlich habe ich einen Onkel. Warum? Siehst du, jetzt kommen wir der Sache schon bedeutend näher. Lebt er denn noch? Nein. Er ist durch eine Falltür gefallen und brach sich das Genick. Als er sein Haus gebaut hat? Nein, als man ihn gehängt hat. Armer alter Onkel. Hier, lies, da. Ich kann mal auf die Arme, dass ich 3 Millionen Roller-Wetten gewinnen, 7 zu 11. Hier zu melden, damit sie dieses Geld. 3 Millionen Dollar? Mhm. Sind das noch mehr als 1000 Dollar? Oh, nicht mal richtig zählen kannst du. Das sind doch doppelt so viel. 3 Millionen? Mhm. Und die gehören mir? Aber nur, wenn ich sie überzeugen kann, dass das Erbe dir gehört, dann führen wir ein Leben wie die Fürsten und brauchen nie mehr angeln zu gehen. Ich weiß schon, wie wir das machen. Verlass dich ganz auf mich. Mhm. Komm jetzt. Morgen sieht alles anders aus. Verzeihen Sie bitte. Wann soll denn das Testament verlesen werden? Auch Sie, Verehrteste, haben Sie unseren Vorschriften zu fügen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, das Testament wird heute nicht verlesen. Und damit Schluss. Aber warum sind wir dann hier? Das werde ich Ihnen sagen, warum Sie hier sind, Werteste. Sie sind hier, weil Ebenezer Laurel keines natürlichen Todes gestorben ist. Und sein Mörder sind Sie. Los, hilf ihr, Boyd.
unglaublich. Ein absoluter Skandal, sowas. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht auch nicht. Aber Sie können versichert sein, Madame, dass wir das Haus so lange nicht verlassen werden, bis wir den Mörder gefunden haben. Tut mir leid, Inspektor, aber für mich kommt das nicht in Frage. Ich habe nämlich für heute Abend 2 Theaterkarten. Hey! Begleiten Sie den Gentleman an seinen Platz zurück. Aber... Eines steht für mich hundertprozentig fest, dass Ebenezer Laurel von einem seiner lieben Verwandten ermordet wurde. Das Motiv ist völlig klar. Die Triebfeder des Mörders war Raffgier. Er wollte sich die Millionen unter den Nagel reißen. Hören Sie auf! Ich zeige Sie an wegen Verleumdung! Ich habe ihn nicht ermordet! Nein! Ich halte es nicht mehr aus! Meine Nerven! Ja, ist ja schon gut. Unter Mordverdacht steht jeder hier. Jeder der Anwesenden kann der Mörder sein. Aber bei meiner Polizistenehre, der Bursche soll uns nicht entkommen. Der elektrische Stuhl wird ihm sicher sein. Das wäre für heute Abend alles. Die Haushälterin wird Sie jetzt auf Ihre Zimmer führen. Und dass mir keiner versucht, heute Nacht das Haus zu verlassen. Meine Leute haben es nämlich umstellt. Oh, ist das alles schrecklich. Meine Nerven, meine Nerven. Behalten Sie sie im Auge. Ja, wie Sie befehlen, Sir. Sehen Sie nach, wer da ist. Und laufen Sie ja nicht weg. Bitte vielmals um Entschuldigung, aber ist das die Villa des Verstorbenen eben Ebenezer Laurel? Ja, Sir. Verschafft uns die Ehre Ihres Besuches, meine Herren? Das ist der hochwohlgeborene Mr. Laurel, der Erbe des Laurelschen Besitzes. Gut, ich werde Sie melden, meine Herren. Einen Augenblick, bitte. Welch prächtiges Haus und welch ein Luxus geherrscht. Und das, mein lieber Stanley, gehört alles uns. Wie meinst du das uns? Es gehört mir. Da sieht man's wieder. Du bist genau wie alle anderen, Stanley. Sitzt auf einem Berg von Gold und denkt nicht mal an seinen allerbesten Freund. Lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich hätte es mir ja denken können. Na bitte. Auf Wiedersehen. Und viel, viel Glück. Tja. Nochmals viel, viel Glück. Oliver. Willst du wirklich gehen?
willst mich auf eine so billige Art abschieben? Ich will dir mal was sagen. Ich denke gar nicht dran zu gehen. Ich wanke und weiche nicht aus diesem Haus. Und außerdem sage ich dir, die Hälfte von jedem Penny, den du kassierst, gehört mir. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Das ist Mr. Lauder. Sind Sie sicher, dass Sie ein Laurel sind? Natürlich. Selbstverständlich. Bitte, überzeugen Sie sich selbst von der Familienähnlichkeit. So. Der da an der Wand ist zufällig General Grant. Ja, selbstverständlich ist das General Grant. Es ist verrückt, aber auf Kisuahelisch würde man es so apostrophieren. Passen Sie auf. Gelpepe dai daka. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Chis, boom, ro. Damit wäre ja nun alles geklärt. Und jetzt schreiten wir zur Verlesung des Testamentes. Damit werden Sie sich noch etwas gedulden müssen. Bis wir herausgefunden haben, wer der Mörder von Ebenezer Laurel ist. Dann findet die Verlesung also heute Abend nicht statt? Nein, mein Herr, heute leider nicht. Also dann auf Wiedersehen, wir kommen morgen wieder. Halt, einen Moment. Sie dürfen dieses Haus nicht verlassen. Sie glauben doch nicht etwa, dass wir etwas mit diesem Mord zu tun haben? Das behaupte ich nicht. Aber eines weiß ich, aus meiner langen Erfahrung, dass der Mörder immer an den Ort seines Verbrechens zurückkehrt. Jack. Sie wünschen? Begleite Sie auf Ihr Zimmer. Kommen Sie, meine Herren. Mein Herr, ich finde, Sie überschreiten Ihre Konsequenz. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum ist denn hier alles zugedeckt? Das ist das Zimmer, wo der arme alte Mann ermordet wurde. Und damit Sie es wissen, man hat seine Leiche hier in diesem Schrank gefunden. Wiedersehen, Gentlemen. Ich hoffe, Sie haben eine gute Nacht und einen guten, langen Schlaf. Den brauchen wir. Fein. Gratuliere, eine schöne Suppe hast du mir da eingebrockt. Was meinst du damit, ich hätte dir eine Suppe eingebrockt? Heißt du Laurel oder heißt du nicht Laurel? Ja, aber doch nur mütterlicherseits. Siehst du, das war so, ich... Mütterlicherseits?
Ist alles in bester Ordnung, Gentlemen? Ja, Sir. Dann gute Nacht. Ich denke, wir gehen jetzt ins Bett. Olli. Was? Weißt du noch, was du vorhin zu mir gesagt hast, als du weggehen wolltest? Pass mal auf. Du hast gesagt, du willst von jedem Penny, den ich kassiere, die Hälfte haben. Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Was heißt das? Willst du mir etwa nicht die Hälfte geben? Nein. Das ist doch wohl unglaublich. Olli, ich will dir ja mehr als die Hälfte geben. Ich will dir alles geben. Geh jetzt ins Bett. Olli! Was ist denn los? Ich habe Angst. Das ist doch Unsinn, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin ja bei dir, Stan. Also leg dich schön hin und versuch zu schlafen. Telefon verlangt. Unten im Herrenzimmer.
kommt. Wo willst du hin? Ich gehe nach Hause. Aber warum denn? Ich kann hier nicht schlafen. Sie werden am Telefon verlangt. Unten im Herrenzimmer. Pass gefälligst besser auf! Das ist doch nicht meine Schuld! Ich sage Ihnen, hier im Haus geht es nicht mit richtigen Dingen zu. Hier spukt es. Jetzt habe ich es langsam satt. Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen. Warte auf mich! Denn für Faschingsscherze. Das ist hier doch kein Toll aus. Nein, Sir. Geht wieder auf Ihr Zimmer. Aber ein bisschen Dalli. Sie auch. Na, wird's bald. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit eurem Hokuspokus. Wir lassen gleich alles liegen und stehen und gehen nach Hause. Zwei von unseren Leuten sind spurlos verschwunden. Holt sofort Verstärkung. Ich werde so lange die Stellung hier halten.
Ich frage Sie, wo waren Sie in der Nacht zum 15. November? Zum 15. November? Ja. Meinen Sie den Tag vor Weihnachten? Nein, wer spricht denn hier von Weihnachten? Ich meine die Nacht zum 15. November. November? September, Oktober, November. Halten Sie mich doch hier nicht zum Narren. Jetzt frage ich Sie, wo waren Sie in der Nacht zum 15. November? Da war ich bei ihm. Und jetzt gehören die 3 Millionen mir und keinem anderen. Aber was machen wir mit den beiden? Sollen wir sie auch ins Jenseits befördern? Ja, das ist eine gute Idee. Ein toter Mann kann nicht gefährlich werden. In der Nacht war ich... Sie werden am Telefon verlangt. Halt hier geblieben! Jack, Sie gehen zum Telefon und fragen, wer anruft. Ihr bleibt hier, verstanden? Sie werden immer noch am Telefon verlangt. Einen Moment, Sally. Mein Freund hat mir schon genug Ärger bereitet. Jetzt gehe ich ans Telefon. Lass mich los, Olli!